Fellfetzen, Hordekrieger. Fellfetzen. Merkwürdige Steine. Kann ich die identifizieren? Gwen-Petril-Steinchen. Diese Steine geben ein sanftes Gefühl. Sie sind sehr selten und werden von Effort-Geweihten als heilig verehrt. Denn sagen nach, handelt es sich um eine Gwen-Petril-Steine, um Bruchstücke des gleißenden, der gleißenden Zitadelle von Alvaran, die zur Erde fiel, als die Giganten gegen den Götterhimmel anrannten. Okay, die behalte ich mal hier als Besonderheit. Was sagen eigentlich die Pfeile? Die sagen, ist noch alles okay. Fellfetzen. Nein, ich will die Verbände an mich abgeben. Ich habe ja noch genug Verbände. Sonst was ich an mich abgeben sollte? Die hier. Schleifstein, ein Ardo. Ja. Fellfetzen an sie. Ja. Heiltrank aufteilen. Einen an Vorgrim geben. Wie viele Einbeeren habe ich denn zurzeit? Nochmal für 7 Einbeersäfte. Hm. Und da wäre der Zaubertrank gewesen. Elfische Badekräuter. Nottelstrank. Stahl. Nein. Also Fellfetzen, Giftbeutel und so, das kann verkauft werden. Und dann wird irgendwann mal ihr Bogen gegen den Seelenbogen ausgetauscht, sobald sie den verbessert hat. Aber dazu brauchen wir ja immer noch verbesserte Seelenbogen. Eine Alraune. Für den Vollendeten brauchen wir noch einen großen Heiltrank. So. Nächster Schritt, uns umsehen. Es gibt hier ja wieder diese ganzen Geheimnisdinger. Ich glaube, hier ist der Sphärenriss eingezeichnet, den wir benutzen könnten. Da wäre das Portal der Rose, wo ich nicht rein will. Es scheint ja ziemlich viel passiert zu sein in der Zeit, in der wir... Oh, Autosave. Okay, hier unten ist die Hölle los. Der Sphärenriss scheint uns ja eigentlich auch zu so einer Art Zeitreise anzustacheln. Aua. Da ist Vorgrim durch die Flammen gerannt. Das ist weniger gesund. Auch mal durchs Wasser. Das dürfte helfen. Die Tür ist zu, die Tür ist verschlossen. Die können wir wahrscheinlich gar nicht öffnen erst. Nöp. Aber wir können uns den Rest hier ansehen. Ja. Vorgrim, guck mal, was ist in der Vase. Sandstein und Blattgold. Bei den Schleifsteinen, die wir verbraucht haben, wäre der Sandstein gar nicht mal so verkehrt. Die Türen sind alle verschlossen. Ich will da runter eigentlich, wenn ich noch da runter kann. Und mir die Truhen nochmal ansehen, die es hier gibt und die Geheimnisse. Es hat sich ja etwas, einiges getan, während wir das letzte Mal hier waren. Und Einbeeren sammeln. Hi. Da scheint mir... Oh, der Anführer, der scheint mir nicht so besonders wohlgesonnen zu sein. Ja? Bei meiner Treu! Was? War ihr! Horde-Anführer und ein Haufen Horde-Schützen, hä? Feierriss halt gleich mal Vorgrim.
Und ich puste den mal um. Ja. Aua, da ist Vorgriff umgefallen. Das ist jetzt weniger schön. Zusammenhalten! Fulminictus, du machst bereits den Schlag. Ja? Feieres. Ja, mit ordentlichem Mana kann man die gut wegpusten. Ja. Für den Kaiser! So, einer weg. Um die Schützen brauchst du dich nicht unbedingt zu kümmern, Ardo. Kümmer dich lieber um den da. Feieres rennt weg und schießt auf die Schützen. Ich ziehe mich auch etwas zurück und schieße auf den, beziehungsweise verpasst ihm noch einen Fulminictus. So, und jetzt schieße ich auf den. Feieres halt nochmal Ardo. So, das war's mit dem da. Und die Schützen sind sowieso eher ein Witz. Genau, weg mit ihnen. Jetzt werden Einbären gesammelt. Bleichmohn brauche ich nicht. Würselkräuter könnte ich Heiltränke daraus herstellen. Sofern ich die restlichen Zutaten dafür habe. Gucke ich mal kurz. Rezeptbuch, Alchemie. Einbeersaft könnte ich jetzt 8 Stück machen. Ja. Das ist gut zu wissen. Für Heiltränke fehlt mir nur Zwiedestillat. Das kriege ich beim Alchemie meines Alchemisten meines Vertrauens. Vorgrim heilen. Vorgrim verarzten, besser gesagt. Und genau diese Truhe hier. Dietrich und Skorpionstracheln. Ja, nee. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Ja. Ja. Zusammenhalten! Okay, ich habe gerade meine Heilerin verloren. Schnell speichern. Yep. Das kam jetzt definitiv unerwartet. Okay, wieder Vorgrim heilen. Dann die Truppe mal sammeln und am besten die Truppe wegschicken. So, dann gehe ich da erst einmal alleine hin. Lass alle anderen da hinten stehen. Goldmünze, Haarnadeln, Blattgold. Okay, auf der Truhe war keine Falle. Was passiert, wenn ich nur die rausnehme? Dann kommen die Skorpione. Ja. Alle auf mich ist unfair. Feieris, ich brauche Heilung. Und ein Sumus-Schild.
Fruchtschlag. Ja. Attacke! Noch ein Fruchtschlag. Und dann bin ich gerade am Gift gestorben. Nein. Nein, nein. Schnell speichern, laden. Ich sag euch was. Ich plündere jetzt die toten Hordengegner und dann ziehe ich mich aus diesem Gebiet einfach wieder zurück in den Elfenwald. Ja? Feieris kann den Hordeanführer, der hat noch einen Heiltrank dabei. Sehr schön. Goldmünzen und Fellfetzen. Die Nüsse kann er behalten, wofür auch immer ein Hordenfuzzi Nüsse braucht. Gut zu wissen, dass die Schützen irgendwie immer Münzen bei sich tragen. Nee, nee. Ich mache jetzt erstmal einen taktischen Rückzug. Das Gebiet ist noch nichts für uns. Level 11 oder so können wir wiederkommen. Und wir haben sowieso genug andere Sachen zu tun. Zum Beispiel den Geist finden. Und mal endlich ins Jagdgebiet zu gehen. Trolle an der Brücke zum Beispiel noch. Und die anderen alle zu finden. Und der Elfertempel, ich glaube, den mache ich vorher, bevor ich hierher wiederkomme. Ja. Lieber ist mir das. Hallo Sphärenriss. Zurück in den Elfenwald, bitte. Ich will hier nämlich definitiv nichts riskieren mehr. So, da ist das Sphärenriss. Von dem gehen wir einfach mal weg. Wir gehen jetzt einfach Map. Wir könnten auch gucken, was hier oben ist. Das habe ich nämlich auch immer noch nicht geguckt. In dem Gebiet, also hier hoch, hier. Aber das muss jetzt auch nicht sein. Das machen wir das nächste Mal, wenn wir hier sowieso den Sphärenriss wieder betreten wollen. Zunderschwabe, den können wir uns schnappen. So. Und Yoruga-Wurzeln. Und Einbeeren. Yoruga brauche ich nämlich mal für Heiltränke. So, komm her, Yoruga. Einbeeren. Und wie viele Einbeeren? Also sind die Einbeersäfte schon mal gerettet. Und ja, das muss sein. Ihr habt ja gesehen, wie viel Einbeersäfte ich jetzt in dieser Schlacht verbraucht habe. Hallo Hirsch.
Ich hätte aber trotzdem liebend gerne endlich mal die alle Raune, dass ich den Bogen besser verbessern kann. Mit einem verbesserten Bogen wäre es nämlich noch einfacher. Willst du unsere Spuren verwischen oder hat es einen anderen Grund, weshalb wir nicht...